So. Es geht zur Zentrifuge. Endlich. Oh, ein Fahrstuhl. Den hört man lange nicht mehr. Nix. Da ist ein Schränkchen und da ist ein Kanister. Okay. Ich nehme einfach alles mit. Zur Not können wir es immer noch fallen lassen oder verbrauchen oder was auch immer. Ein Medipack. Und ein Audiolog. Hier spricht Tempo. Jetzt ist auch noch die Zentrifuge offline. Uns hängen 4 Millionen Tonnen Gestein am Arsch und ohne die Zentrifuge, die das Schiff im Gleichgewicht hält, wird der Gravitationsstrahl uns runter zur Kolonie ziehen. Ich werde jetzt mal nachsehen, ob ich was reparieren kann. Okay. So, Plasmaenergie. Was ist hier? Oh, Strahlmunition. Dankeschön. Allerdings nur 2 Schuss. Impulsprojektile. Und ein bisschen Plasmaenergie. Ja, Werkbank, wir haben ja immer nur noch 2 Knoten, oder? Haben wir jetzt schon einen 3. dabei? Ja, wir haben 3. Können wir uns immer noch nichts Großes leisten. Dekontaminationssequenz aktiviert. Bitte warten. Mieses Gefühl. Ein echt mieses Gefühl. Ja, hallo. Ja, Tag. Ich bin beim Duschen. Ja, bitte nicht stören. Dass ich dusche alleine. Ich, immer diese Juristen. Was ist das hier? Kann ich jetzt raus? Natürlich nicht. Hallo. Da ist ein Schacht. Da ist ein Schacht. Nein, da ist ein Schacht. Da oben ist ein Schacht. Ist hier sonst noch irgendwo ein Schacht? Hallo. Alter. Was ist das? Danke für Ihre Kooperation. Die Kontaminationssequenz beendet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, bitteschön. War nett. Oh, danke schön. So. Und wenn ich nett meine, dann, wenn ich nett sage, dann meine ich eigentlich Scheiße. Okay, es geht weiter. Was ist das? Es ist ein gelbes Licht. Jo, rechts oder links? Warum gehe ich eigentlich immer in die andere Richtung? Weiß es nicht. Wo geht's hier hin? Der Weg ist versperrt. Aber es hat sich echt gelohnt. Geil! 2400 Credits und ein Energieknoten. Yeah, baby. Dankeschön. Das sieht echt verkehrt aus. So. Ja, komm, Isaac. Okay, geh nicht alleine. In dem Fall bleibt uns gar keine andere Wahl. So. Jetzt habe ich hier so ein schönes Loch in der Wand. Da
das gar nicht bedrohlich aussieht. Noch ein Loch in der Wand. Aha, oh ja, geil. Halbleiter. Bisschen. So, 3000 Credits. Was können wir denn loswerden? Ich, ja, komm, der Luftkanister. Also, es ist, wozu sollten wir den hier brauchen? Und Vakuum. Das ist, ich speichere mal. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl bezüglich dieses Lochs in der Wand. Was ist das? Luftkanister, Mittel. Das irgendwie... Ist das ein Wink mit dem Zaunfall? Nee, das wollte ich gar nicht. Ist das ein Wink mit dem Zaunfall, oder? Eintritt Schwerelosigkeit. Jo. Hallo. Was zum Geier? Okay. Dankeschön. Ein bisschen lass mehr Energie, die wir. Was? Voll? Voll voll? Jo, das war mehr Glück als Können. Okay. Dankeschön. Das ist, das sieht echt mega ungesund aus. Dass die Viecher überhaupt noch irgendwie irgendwas können. Höhere kognitive Leistung mit einem halben Kopf. Kommt mir irgendwie ein bisschen schwierig vor. Okay, hier gibt es noch ein Medipack. Das können wir nicht mehr nehmen. Ich glaube, das brauchen wir auch gerade nicht. Können wir? Ja, wir können. Ja, mega gut. Vergibet hier unten. Also ich weiß schon, dass wir hier diese Generatoren hier anschließen müssen, aber ich gucke erst mal. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas zu holen. Und bevor ich das mache und die Hölle losbricht, schaue ich mich doch lieber noch mal kurz um. Okay. Das ist irgendwas. Da gibt es Luft. Gibt es da Luft? Ja, da gibt es Sauerstoff. Sauerstoff ist eh voll. Da ist noch ein Fahrstühlchen. Eine Leiche. Da ist nix. Fahrstuhl. Ja, ein Vieh. Das ist halt recht übersichtlich hier. Okay. Nicht zu holen. Ah, okay. Hallo? Sag hallo zu meinem kleinen explosiven Fass. Ja, bitteschön. So, mir geht langsam die Stase aus. Das ist so. Generatormodul angebracht. So, Nummer 1. Ja, stimmt. Ich kann ja nicht springen. So ein...
Otto-Normal-Ingenieur, der nicht springen kann oder nicht schnell rennen oder weiß ich nicht, eine militärische Ausbildung hat. Deshalb macht es das auch alles hier ein bisschen. Ja, habe ich noch ein Stasi-Modul? Ich habe ein Stasi-Modul, aber eigentlich. So, bevor ich hier Stasi verschwende. Es tut mir leid, ich bin immer so ein Knauser. Aber das Stasi-Pack, das kann ich definitiv an einer anderen Stelle besser gebrauchen. So, der ist angeschlossen, der ist noch zu täten. Und wir machen einen langen Sprung. So, einmal Stasi-Runde. Generatormodul angebracht. Anschließen. Zentrifugenantrieb wiederhergestellt. Das wollte ich haben. Wir kriegen doch garantiert gerade wieder Besuch. Ja, da oben. Hallo. Mist. Okay. So, die Zentrifuge ist wieder eingeschaltet. Ist sie doch, oder? Ich glaube. Ist sie? Ja. So, wo geht's hin? Da oben geht's hin. Da hinten leuchtet das so verführerisch. Ja, danke schön. Munition ist immer gut. Wir haben. Haben wir alles angeschlossen? Aber warum. Zentrifugiert es nicht? Was ist das da? Geschön. Ich bin voll. Bin echt voll. Ich schieße ganz, ganz mal zum Ausgang. Was ist da? Muss ich nach Haus? Ich schieße jetzt mal dahin. Wo muss ich denn hin? Ja, toll. Das geht wieder so schnell weg. Wahrscheinlich dahin. Kriege ich das von hier aus noch? Kriege ich das jetzt? Nein. Ja, tolle Wurst. Ich bin verwirrt. So, ach ja. Schön. So, einmal die Zentrifuge. Da ist ja auch ein riesiges Bild, was man jetzt machen soll. Okay, wir wollen die Zentrifuge aktivieren. Ja, dann. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Okay. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Eintritt ins okay. Wohin? Ja, danke schön. Ja, von wegen Luft und so, wa? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Nee, es geht nicht. Oh, leck mich am Arsch. Lauf, Forrest? Was? Oh, scheiße. Ja. Das hat ja echt gut geklappt. Ja, aber hey, der erste Tod. Nicht schlecht. Es ist, Zentrifuge aktiviert. Okay, Gravitationsausgleich wird mit planetarer Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Kann ich die. Nee, kann ich nicht. So, ich muss, der Zentrifuge entgegenrennen. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Immer noch nicht. Ich kann dir sagen. Lauf, Forrest. Ja, danke. Oh, danke. Ich habe mich schon gewundert. Okay. Die Zentrifuge läuft jetzt vorbei. Aber das war wahrscheinlich ein bisschen zu spät.
Und der Arm auch, bitte. Tja, ich sollte mal auf die wechseln. Wir kriegen so massig Munition dafür. Gibt's hier ein bisschen... Ja, ich weiß. Ich weiß. Aufgehen, bitte. Jetzt. Ende des Vakuums. Alter Schwede. Ja, da wird man auch mal ein bisschen stiller. Alter Schwede, das war... knäpplig. Aber wir haben es ja eigentlich ganz gut hingekriegt. So, kann man da... Ja, da kann man noch mal rein. Ich will mir unbedingt noch die Munition holen. Und vor allen Dingen vorne gleich das... Oh mein Gott! Was zum Teufel? Alter Schwede! Alter, fick dir eine meine Fresse. Oh. Hi, Karanda. So, hier bitte. Was? Okay, zwei Mulheiße. Alter. Es ist irgendwie so Verschwendung, wenn ich das jetzt. Okay. Tentakel-Hentai-Porn. Alter, das haben wir aber... Das war kein weiter Weg hier, oder? Was passiert, wenn uns das Ding in sein Loch einschlunzt? Ich glaube, es ist nicht so geil, oder? Zur Dekontamination. Okay, da hinten waren wir jetzt schon. Das ist ein ewig weiter Weg. Ich schmeiß mir mal einen kleinen ein. Und dann gehe ich nochmal schnell zurück. Und hol mir den mittleren Kanister. So, Fersengeld, Isaac. Und einmal öffnen, bitte. Eintritt Vakuum. Danke. Warum jetzt hier eigentlich Vakuum sein muss? Das möchte ich gern haben. Und dann gehen wir hier weiter. Schnell wieder zurück. Tür zu. Ende des Vakuums. Tür auf. So. Die Tentakel haben wir besiegt. Ja, ist ja gut, Isaac, ist ja gut. Okay, da hinten waren wir. Da haben wir den Knoten und ein bisschen Credits abgegriffen. Hier ist alles gelootet, was wir konnten. Ich gehe mal wieder hier zu dem Cutter. Der ist mir irgendwie... mir irgendwie lieber. Bei dem Tentakelvieh hat er jetzt eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Aber, boah, ist das eklig. Aber der Cutter hat hier irgendwie die bessere Stoppwirkung. Habe ich, denke, glaube ich, meine ich. Drei Knoten? Können wir was mit der Impulskanone machen? So, Kapazität! Kapazität. Auf 50. Vier Knoten? Ach so, ja, stimmt. Ja, den hätte ich gerne. Dann gehen wir einmal zurück und schauen uns mal die Plasma-Cutter an. Tempo geht. Ist mit 4 hätte ich mehr Kapazität und nochmal Schaden holen können. Das ist eigentlich ziemlich cool. Denn mit 2 weiteren Nachladen und Tempo. Tempo, was ist denn Tempo?
Schusstempo, oder was? Ja, keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. So, das Chinese-Modul. Nee, Stase. Ah. Das ist alles nicht so aufregend. Ich bin mal wieder geizig.